Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Folgen 80 mit einer weiteren Review für euch. Und ich habe euch ja letzten Southpaw vorgestellt und heute möchte ich euch gern Horns vorstellen mit Daniel Radcliffe in den Hauptrollen. Und das ist eine Buchverfilmung. Ja. Und ich habe das Buch auch hier stehen, nämlich von Joe Hill, Teufelszeug. Ist ein schöner Wälzer. Das ist der Sohn von Stephen King. Und meine Frau hat das Buch gelesen, deswegen war es auch sehr interessiert an dem Film auch. Und wir waren wirklich sehr positiv überrascht über den Film, denn ich fand ihn wirklich richtig gut auch. Ja, sehr gut sogar. Der Film kam schon 2013, kam der schon in den US-Kinos raus. Aber irgendwie in Deutschland Funkstille, kam er lange Zeit nicht raus. Im August endlich dieses letzten Jahres kam er endlich, also fast zwei Jahre später, 2015. Und jetzt Ende Dezember gab es jetzt auch auf Blu-ray jetzt, den man jetzt hier sieht, als normaler Amaray. Und das hier ist das Steelbook von Zavi, was auch schon seit Anfang 2015 auch schon gibt. Und ja, Steelbook finde ich absolut cool, gibt es auch ein Unboxing wieder dazu. Ja, der Film selbst geht 120 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und in den Hauptrollen spielt Daniel Radcliffe mit, den man ja bekanntlich bekennt aus Harry Potter. Und der Film ist von Alexandre Aja, ich hoffe, ich spreche richtig aus. Und der macht dann eher schon so richtige schöne Splitter-Horror-Filme. Aber dieser Film ist wirklich ein bisschen anders, wie man ihn sonst eigentlich von Alexandre Aja nicht so kennt. Um was geht es denn bei dem Film überhaupt? Ja, es geht um den armen Ick Parrish, der ist 26 Jahre alt, hat eine sehr hübsche Freundin, oh ja, und am Anfang sieht man, Liebe, ich liebe dich für immer, ne? Und dann plötzlich kommt so ein Spiegelbild und dann wacht er komplett besoffen auf und er wird beschuldigt, seine Freundin vergewaltigt und umgebracht zu haben. Keiner glaubt ihm, nicht mal seine Eltern. Der Einzige, wo daran glaubt, ist sein bester Kumpel von Kindheitstagen, der Lee. Und ja, dann wachsen ihm plötzlich Teufelshörner. Und dann wird ihm wegoperieren lassen, geht zum Doktor und auf einmal spricht die Sprechschulhilfe mit ihm auf einmal so, als ob sie ihn schon immer kennt und tut die bösesten Gedanken ihr aus, ihm sagen. Und dann versucht er selbst dahinter zu kommen, wer der wahre Mörder ist von seiner Geliebten. Ja, die Teufelshörner wachsen immer weiter und immer weiter. Und zum Schluss kommen wir eben raus, wer der Mörder war, ist ja völlig klar. Aber ich verrate nichts. Nein, nein, nein. Ja, die Geschichte ist wirklich richtig cool erzählt worden, auch im Film. Wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, hat meine Frau gemacht. Und auch sie fand das Buch auch sehr gut. Und sie war auch sehr begeistert von dem Film. Das Einzige, was ja nicht so erklärt wurde, warum wachsen ihm jetzt eigentlich die Hörner? Weil jetzt durch die ganzen negativen Gedanken zum Bösen wird? Das ist etwas schwach irgendwie ein bisschen erklärt. Vielleicht kann mir irgendeiner dazu noch einen Standpunkt sagen. Wäre sehr interessant. Aber auch die Schauspielerleistung von Daniel Radcliffe finde ich hier richtig cool. Er möchte auch aus diesem Kinder-Image wegkommen, wie jetzt bei Harry Potter und auch Elijah Wood mit Frodo, der jetzt ja auch Maniac gemacht hat. Und das finde ich auch richtig cool. Die Rolle passt auch sehr gut zum Daniel Radcliffe, wie ich finde. Und spielt ja auch sehr überzeugend. Und macht auf jeden Fall Spaß, diesen Film anzugucken. Natürlich habe ich mich auch erwischt, dass ich viele Parallelen zu Harry Potter halt eben suche, nach dem kleinen Jungen von damals halt. Aber das darf man wirklich nicht machen, denn der Film ist wirklich echt sehr gut gemacht. Bis auf ein paar kleine Kritikpunkte, eben wie jetzt zum Beispiel, warum wachsen die Hörner jetzt nicht? Vielleicht ist es im Buch besser beschrieben. Ich weiß es ja nicht. Komme jetzt mehr vorbei und sagen, weil es schon länger her ist. Aber wie gesagt, dieser Film ist wirklich sehr sehenswert und ich weiß auch nicht, warum der so lange gebraucht hat, um in den deutschen Kinos zu kommen. Denn er war wirklich sehr schön gemacht und war sehr spannend, auch bis zum Schluss. Natürlich gibt es auch einige Vergangenheitsrückblicke, was ich aber auch sehr interessant finde. Der Film bekommt von mir definitiv 7,5 von 10 Punkten. Ja, würde ich mal sagen, ist ein guter Wert eigentlich. Und ist auf jeden Fall zum Anschauen auf jeden Fall mal drin. Definitiv. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Review gefallen von dem Film Horns. Schaut euch mal an. Also ihr würdet es auch nicht bereuen.
Also ich war positiv überrascht von diesem Film. Leider ist dieses Steelbook ja schon ausverkauft bei Xavi, denn ich finde auch dieses Steelbook richtig geil. Und ja, ich hoffe mal, ihr schaltet beim nächsten Video bei mir ein. Und bis zum nächsten Mal, euer Fäusen80. Tschüss!